20, ja. Das, jetzt kommen die Mannschaften auf das Feld. Wir freuen uns natürlich auf die Partie. Hier steht Spielberichtsbogen, Spieltag 3, Spiel Nummer 35. Werden solche Spiele beim DFB eingetragen, ja. Anscheinend. Ja, ja, klar. Hier steht auch Schiedsrichter ist Jörn Schuber, Jeremy Beino Gittens, Tom Rothe. Es war auch bei Transfermarkt alles ausgedruckt, aber Profimannschaften. Und man muss schon sagen, auf der linken Seite auf und davon bringt den Ball jetzt in die Mitte. Aber da ist die 16 dazwischen. Jetzt nicht durchsetzen. Die 11 ist dagegen. Auch Jotzki. Und jetzt gibt es ein Foul. Aufwand dann auch sowieso. Das ist schon. Ja. Kannst du nicht so im Vorbeigehen schlagen als Bundesligist. Das merkt man auch. Bin ich hundertprozentig überzeugt. Nächster Angriff. Das BVB, Marius Wolf, da war es ein Foul. Jetzt gehen sie Ball bei Felix Paslak und der spielt erstmal zurück zu Papa. Heißen halt bei den Bundesligisten. Aber wenn die sich so als Mannschaft dagegen stemmen, dann hast du es immer schwer. Ja, jetzt ein Konter von Ferl. Die machen einen guten Job. Das sieht man richtig. Alles gut ausgebildete Fußballer. Ja, interessantes Spiel, finde ich. Dass der Ball nicht reinkommt. Aber da ist der 1,95. Tor 1-0! Und damit das Foul an Marco Reus. In der 16. Bestraft in Anführungszeichen durch den Treffer von Ole Pohlmann. Foul an. Und im 16er. Der linken Seite legt den Ball zurück. Der ist zu lang. Hat nochmal die Möglichkeit. Arning rutscht ihm so ein bisschen ab. Das, was du gesagt hast, denke ich auch, einfach nur spannender. Spieler, die wir noch gar nicht gesehen haben und die noch so viel Lust machen auf eine tolle Saison. Ja. Ein bisschen zu sprechen, wir kennen uns ja auch schon seit vielen Jahren. Die Trainingslager in die Schweiz nach Bad Ragaz geht. Und auf den da, auf Mats Hummels. Ah, mit dem Außenriss versucht er den Ball auf den Kopf von Yusuf Moukoko zu spielen, aber nur in diesem Jahr. Zweite Liga, dann dritte. Ball kommt rein, zu flach meiner Ansicht nach. Moukoko. Yusufa Moukoko. Ja! Schöne Einzelaktion. 28. Minute. 2:0. Wieder über die rechte Seite. Kamara, Pass in die Mitte. Und da verfehlt Yusufa den Ball nur ganz knapp in der 31. Spiel. Haben wir das überhaupt schon mal, Boris? Jetzt mal ganz ehrlich. Marius Wolf. Und die Parade von Niklas Tiede. Auf die 20. Lukas Stellwagen. Ich nehme sie ab. Schön vom Pohlmann. Arning. Wenn's Arning. Hey, hey, da bin ich aber auch eher auf der Elfmeterlinie. Und Tor von Moderhut und was für ein Kracher in der 37. Mein Gott. Auswahltor des Monats. Ochowski und Meier. Ochowski. 40 Minuten, gleich 41 sind gespielt. Marius Wolf am Torwart vorbei und macht so gerade noch seinen zweiten. An Joel Grodowski vorbei. Hat aber noch ein bisschen. Verarbeiten, holt ihn sich aber in diesem Zweikampf zurück. Jetzt müsste er warten. Den Ball durch. Aber das hat. Aber er hat in 35 Minuten noch unser Kartenkontingent weg. Also mit Emma. Da ist der Halbzeitpfiff. Also. Richtig. Halt.
Spielte schon von 2015 bis 2018 erfüllen kann. Der Pokalsieger von 89. Olli Kick in Hälfte starten kann. Angegangen worden war. Da ist er. Matsumitz. Oh. Na, aber es sollte wirklich nur um die Professionalität gehen. Nach Saisonstart, da haben sich die Trainer darüber aufgeregt, weil nach dem ersten Marco Rose hatte es, jetzt sehen wir zunächst Prinz Anning. Und die Regel lautet, er darf auch selber schießen. Er darf selber schießen, ja, hat er souverän verwandelt. Ist vorne dran? Ja. Für die Saisonphase, für die Vorbereitungsphase, weil es geht ja erst in 4 Wochen, der Sinn macht, aber als Spieler, klar, bist du gerne, wenn es zur Sache geht, dann auch maximal. Und dann zum Vormittagstraining. Und da hat sich aus, du weißt es ja auch währenddessen eigentlich, ne? Aber dass eben so ein innerer Schweinlauf ist, überleg mal, du bist im Finale, also hast gute Chance. Du hast einfach die meistmöglichen Spiele gemacht, verlierst es aber dann womöglich, hast auch spielfrei war. Ansonsten wird gespielt, dann die Länderspielpausen. Und das wird sehr, sehr spannend. Also da hat noch keine Erfahrung mit, ne? Also die... Das ist Ziffer. Papadopoulos. Super gelöst. Meisterschaften gerne noch mitgenommen. Das war ein bisschen so die unschöne, was heißt unschöne? Großen Bühne gezeigt, dass Oliver Kirch auch ein ganz großer ist. Warum danach übrigens der Wechsel nach Paderborn und nicht nach Madrid? Ist da irgendwas in der Post falsch gelaufen? Ist der Spielerpass? Fußballerisch angefangen hast als ganz junger Spieler. Ja, das war mein zweites Seniorenjahr. Also ich habe ein Jahr in einer Schönes Stadion, tolle Kulisse. Und mit vereinten Kräften passt Tom Rothe. Oh. Könnten sich gegenseitig an, glaube ich. Und Tom Rothe war beteiligt. Papadopoulos mit einem kleinen Fehler. Und da ist die Routine. Der von hinten Bälle verteilen kann oder auch mal. Oh, schon durchgelassen. Oder die. Die Abwehr noch mal ein bisschen anderes. Du musst auch nicht. Oh, wieder gefährlich von mir.